Mit Affen gehabt. Den Drehorgelspieler hat sie sich heuer offenbar erspart. Jetzt gibt's eine Gaudi. Wieso? Meine konfuse Tante hat ihre Attraktion vergessen. Ja. Oh, meine Damen, meine Herren, ich bin untröstlich. Aber warum? Ja, aber das war doch geplant. Deshalb sind Sie doch hierher gekommen. Weshalb? Hans, der Herr ist ein Dichter. Nein. Ja, na, freilich sind Sie ein Dichter, reden Sie keinen Unsinn. Er ist ja sogar in der Zeitung gestanden. Der junge, begnadete Heimatdichter, dessen Talent zu den schönsten Hoffnungen Anlass gibt. Albert, das Kuvert. Ja, Rosbacher? Egger, Rosegger. Oh, ja. Herr von Baudisch. Grüß Gott. Grüß Gott. Bitte nehmen Sie. Wofür? Ich hab nicht gelesen. Ja, aber das war ja nicht Ihre Schuld. Weißt, ich war vorhin so aufgeregt, ich hab glatt auf ihn vergessen. Dabei sollte die Dichterlesung der Höhepunkt sein. Bitte nehmen. Danke, ich bin kein Schmarotzer. Bravo! Da sieht man wieder, unser Landvolk hat noch ein gesundes Gefühl für Gerechtigkeit. Sogar beim Geld. Wir haben vielleicht auch noch ganz andere Gefühle. Vielleicht Gefühle überhaupt. Glauben Sie, wir haben keine Gefühle? Hans. Gefühle. Gerinnen in der Stadtluft leicht zur Sentimentalität. Hans, vielleicht eine kleine Erfrischung. Moment. Meine Herrschaften, Entschuldigung, wir haben etwas vergessen. Können Sie noch einmal. Was ist los? Was hat er vor? Höhepunkt des Abends. Ich glaube, eine kleine Zwangsrekrutierung. Essen können Sie nachher noch, aber einen Dichter habt ihr nicht alle Tage. Ja, ja, ich weiß, Sie sind kein Dichter. Er ist sogar in der Zeitung gestanden. Bitte. Selbst wenn er Dichter ist, zeigt sich daran, was er schreibt und etwas andere über ihn schreibt. Ja, dann zeigen Sie uns endlich, was Sie schreiben. Bitte. Die Erschaffung der Welt. Mut hat er. Den Anfang, den weiß ich nicht. Und wo man nichts weiß, ist gescheiter, man fängt mit dem himmlischen Vater an. Er ist der Erste. Seit was er denkt, ist er da. Und es ist schon ewig lang. Nicht einmal wo sitzen hat er können. Weil kein Platz dazu gewesen ist. Nicht einmal schlafen hat er mögen. Weil er keine Zeit dazu gehabt hat. Steht ja in der Heiligen Schrift. Es war vorher kein Platz und keine Zeit. Und
da ist ihm halt langweilig geworden. Den himmlischen Vatern. Komm, gib mal was essen. Vielleicht sollte ich kurz erklären, wie das bei uns ist daheim. Das Waldbauernhaus ist das Haus meiner Kindheit. Von dort habe ich meine Geschichten. Ins nächste Dorf sind es ein paar Stunden zu Fuß. Da gibt's wenig Besuch. Und im Winter, an den langen Abenden, da sitzt alles in der Stube bei der Arbeit. Spinnen, Spanklirm, Rüben abkreiteln. Also Rüben von unerwünschtem Blattwerk befreien. Ja, und damit die Leute ihr Recht am Neine schlafen zu gehen nicht nützen, ist der Hausvater froh, wenn wer da ist, der Geschichten erzählen kann. Bei uns war es der Bremer Sepp. Und ich für meinen Teil, ich hätte ihm die ganze Nacht zuhören mögen. Ja, den Anfang, den weiß ich nicht. Und wenn man was nicht weiß, ist am gescheitersten, man fängt mit dem himmlischen Vater an. Nicht? Er ist ja der Erste gewesen. Solange er denken kann, war er schon da. Nicht? Und das ist ja ewig lang. Nicht? Ja, er hat ja nicht sitzen können, weil er kein Platz da war. Nicht? Er hat ja nicht einmal schlafen mögen, weil er keine Zeit gehabt hat. In der Heiligen Schrift steht ja, es war keine Zeit und kein Platz da. Nicht? Ja, und da ist ihm halt langweilig geworden, dem himmlischen Vater. Und wie die Langeweile oft nichts Gutes stift, da hat er aus lauter Zeit lang hat er die Welt erschaffen. Und darfst mir glauben, das ist nichts gut gewesen. Was anfangen mit so einem Knädel? Nicht? Und dann hat der himmlische Vater hat er die Erden hat er grün gemalt. Und den Himmel den hat er blau angestrichen. Und dann hat er einen goldenen Sohn oben aufgehängt. Und dass ich es euch erzähle, dann hat der himmlische Vater angefangen, Bammel setzen. Dann hat er Rüben hat er angebaut. Und dann hat er Korn hat er ausgesetzt. Und dann hat er Erdäpfel gesetzt, drüben auf der Schattenseite. Dass sie es langmächtig nicht gefunden haben. Naja, und nachher hat er angefangen, allerhand Viecher zu machen. Alles, was so kreicht und fleucht und was so schwingt. Ja, und dann hat er so eine Achsel durch die Weltkugel durchgesteckt und hat es mit der Hand umgeschoben. Und die Weltkugel, die hat tanzt so wie ein damischer Hirsel. Ja, und wie er fertig gewesen ist mit seinem ganzen Geschäft, dann hat er zu den Viechern gesagt: So, jetzt lasse ich euch allein. Mantel und Weibel, sucht euch und stützt euch paarweis zusammen. Und dann hat er sich ins wahre Moos reingelegt und hat sie ausgerast. Na und dann? Ja, und dann sind unter die Viecher zwei Leiteln hervorgekommen. Die haben nichts und nichts haben sie gewusst. Nicht? Und es war ja Not gewesen, er hätte ihnen alles gesagt und hätte ihnen alles gesagt. Nicht? Er ist ja auch immer hinter ihnen gestanden und hat aufgepasst, dass nicht irgendwo reinfallen oder dass was Unrechts erwischen. Nicht? Und er hatte was zu tun gehabt. Nicht? Und da hat er gesagt, also, ihr könnt da bleiben in dem Garten derweil. Nicht? Ihr könnt essen und trinken, was euch schmeckt und was schmeckt. Aber das wisst ihr, am Mitterfeld den Apfelbaum, die Äpfel, die sind nicht für euch, da dürft ihr keinen nehmen. Nicht? Jetzt sagt der Everl, ja, warum denn nicht? Hat der Everl gesagt. Nicht? Ja, weil das ist ein giftiges Obst. Und wer davon ein Stickerl ist, der muss sterben. Ja, warum stößt es denn dann da her, wenn du so hakelig bist damit? Hat der Everl gesagt. Und der Adam hat sich so eingestellt und gesagt: Sei stark, hat er gesagt. Magst du nicht hart mit deinen groben Reden? Ja, der Herrgott ist derweil weg gewesen. Und die zwei sind umeinander gegangen in der Sonne. Und der Adam hat dann einen Birnbaum geschüttelt. Aber die Eva hat ja keine Birnen wollen. Und da hat er gesagt: Magst vielleicht einen Pferscher? Aber geh du mit deinen Pferscher, hat sie gesagt. Oder magst du einen Zwetschgen? Auch nicht, nicht. Und auf einmal schreit wer oben im Baum: Kuckuck! Und wir es aufschauen, da sehen sie eine Schlange. Und es hupft so lustig um den Dumm und sagt: Was sagt's? Was denn? Das erzähle ich euch morgen. Und das erzähle ich euch morgen, hat der Bremer Sepp gesagt. Denn er ist noch nie fortgeschickt worden, bevor er nicht eine Geschichte zu Ende erzählt hat. Gut, ich geh mal was essen.
Gute Nacht. Aber Herr Rossecker. Los, ich geb's Ihnen. Albert, mein Mantel. Schön was. Schön was. Oh, Dankeschön. Seien Sie nicht zu kindisch. Sie haben es sich redlich verdient. Das stimmt. Wer sind Sie eigentlich? Entschuldigen Sie, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Nein, ich bin der Neffe von Frau von Reininghaus, Hans von Reininghaus. Grüß Gott. Herr Rossecker. Na, haben Sie Spaß gehabt? Waldmensch, leidlich gut dressiert, mit einem verehrlichen Publikum als Vorweihnachtsgabe präsentiert. Mir hat die Geschichte gefallen. Sagen Sie das dem Bremer selbst. Den hat es also wirklich gegeben? Na, den gibt's noch, irgendwo, so viel ich weiß. Ein Mann mit Fantasie? Erstaunlich, nicht? Das habe ich nicht gesagt. Ah, Sie halten also dem Landvolk doch noch etwas zugute. Ich weiß. Mein Freund Karl macht nicht immer die geschmackvollsten Witze. Aber Sie lachen trotzdem. Warum haben Sie gelacht? Ich? Während des Liedes meiner Tante. Na, können Sie sich Ihre Frau Tante bei uns im Kuhstall vorstellen? Wie? Nein, so etwa wie sie die Kuh anfassen wird, so geht sie mit unserer Sprache um. Haben Sie eigentlich verstanden, was ich erzählt habe? Ja, ziemlich. Ich hab auch viel geglättet. Beim Bremersepp, da wäre dann jedes zweite Wort ein Rätsel blieben. Was für ein Mensch war er? Der Bremer? Mhm. Er war ein abgedankter Soldat. Ist nach 12 Jahren Militärdienst nach Haus gekommen und stand plötzlich allein da in der Welt. Familie tot, das Häusl verkauft. Also ist er betteln gegangen. Aber er hat auch was geboten für Kost und Quartier. Die Geschichten? Na, die Währung, Herr von Reininghaus, gilt nicht bei Menschen, die Jahr aus Jahr in Schwerarbeit tun. Kost und Quartier, das verdient man bei uns oben immer noch im Schweiß seines Angesichts. Nicht beim warmen Ofen. Ja, war auch nicht der Fleißigste, der Bremersepp. Leute haben gesagt, er ist ein Faulenzer. Aber wir Kinder, wir mochten ihn ohne Einschränkung. Vielleicht bei euch bleiben könnt ein paar Tage. He? Was kannst denn? Alles kann ich. Ja. Dann kannst gleich Schnee schaufeln, dann wird er gleich warm werden. Ja, warm schon. Aber sehr viel Schade um die Schafe. Und schneibt sie wieder zu. Und wenn sie es nicht zuschneibt, ist es ja viel schlimmer für die unsicheren Zeiten, wo sich doch diese Schelme und die Reiber umeinander treiben in der Nacht. Nicht? Da wär's ja viel gescheiter, ihr lasst euch mit dem Schnee einmachen. Und in der Stube drin ein paar Mannsleute, nicht? Die was verstehen von Wehr und Waffen, so wie ich einer bin. Nicht? So was wäre das gescheiterste, Waldbäuerin. Ja, dann redst halt mit dem Bauern. Ja, ja, kommt's nur rein, super. Sag, habt ihr vielleicht noch ein Schusterbeck für mein Schnurrbart? Die Mutter, süß holen? Nein, nein, bleib da. Geh, Bedal, geh um mit zu Therese. Ha? Ja, und frag, ob sie eins hat. Sag, es ist für mich. Ha? Ja. Ja,
Krämer braucht der Schusterbech, wir haben keins. Stimmt nicht, wir haben eins. Für den nicht. Wir haben nichts für Schmarotzer. Was ist ein Schmarotzer? Ein Schmarotzer? Schau ihn dann an, den sauberen Herrn Bremer, dann weißt es. Da hast du es. Und dann hat sie ihn geheiratet. Tja, woher wissen Sie das? Ja, hören Sie, das liegt doch auf der Hand. Antipathie ist meistens Sympathie in Spiegelschrift. Was ist? So einfach war es auch nicht mit dem Bremer und der Therese. Ja, wie war's? Warum fragen Sie denn? Mich interessiert, wie ein Mensch, dem die Erschaffung der Welt keine Schwierigkeiten bereitet, wie der mit seiner ureigenen zurechtkommt. Ich habe damals wirklich geglaubt, sie mag ihm nicht, die Therese. Denn wie wir einmal in einer Christnacht von der Metten nach Haus gekommen sind, da hat sie sich die ganze Zeit an den Großknecht gehalten. Und in dieser Nacht hat es mir zu denken gegeben. Ich war halt so naiv zu glauben, eine junge Frau, die ihren Mann ausweicht, hat bestimmt was gegen ihn. Und wer in der Christnacht eine rote Spiekarten durchsticht und durchs Loch schaut, der kann die Hexen tanzen sehen. Wirklich? Glaub ihm kein Wort. Probier's! Es wär noch schöner. Und wenn du heimkommst, wirst du treiben ums Haus. Und hörst du Musik, gibt's eine Hochzeit. Und hörst du Segen, gibt's ein Leich. Alles nicht wahr. Aber sag das, heute der Nacht geht der Teufel um. Bin 5 Gulden Beutel. Und wer ihm seine Seele verschreibt, dem gibt er ihn. Für 5 Gulden hätte ich mir so nicht verschreiben. Da müsst schon mehr Geld dabei ausschauen. Xaver, versündig dich nicht. Und die Tiere, die reden heute in der Nacht, weil die Christnacht ist, in Menschensprache. Und klagen darüber, was sie über das Jahr von uns auszustehen haben. Und in den Wolken steht, für den, der sie deuten kann, die Bevorstehungen des Jahres. Soll ich euch die Wolken lesen? Ja! Ja. Stellt euch auf im Kreis. Aber nicht da, vorn beim Kreuzweg. Therese, beeil dich! Wir sind in der Morgen, Herr Christo. So, und jetzt wollen wir schauen, was die Wolken für Figuren machen. Und dann werden wir hören, ob die Baumäste kraxen. Der Mond geht dir an, Franz. Bei 70 Gulden, Jahr lang, da wird der Himmel nicht trüb. Und was ist mit mir? Mit dir? Aha, ein Ungeheuer! Kein Frissenmond! Ja, und was heißt das? Sei vorsichtig, Xaver. Wenn man sich heutzutage noch dem Schwarzen verschreiben könnt, an sowas könnt ihr denken. Jesus, na. Und, Therese? Heiraten wird's. Na, ich mag nicht heiraten. Ein Faulenzer mag ich nicht. Kein Schmarotzer, kerngesund, der nichts arbeiten will, den nicht. Und wenn er das einzige Mann spielt hier auf der Welt, und wenn er so schön wäre wie der Adam als ein Eicher. Dann ist er hier nachgegangen. Und? Hat er gearbeitet? Ja, hat er Kleinhäusen gepachtet. Im Frühjahr hat er den Acker gepflügt, hat Korn gesät, Erdäpfel anbaut. Und als das Korn anfing aufzugehen und Erdäpfel zu blühen, kam die Therese und ist blieb. Und der Xaver? Der hat sie verkauft. An eine reiche, alte, herzensböse Witwe. Ich bin da. Ach so. Auf Wiedersehen. Und schöne Weihnachten. Ihnen auch, Herr Rosegger. Wiederschauen. Fahren Sie heim? Sozusagen. Wie ist das gemeint? Herr von Reininghaus, seit ich hier bin, in der Stadt, versuche ich das Schreiben zu erlernen. Und das ist nicht einfach für einen, der vom Wald kommt. Ich kann mit der Sensen umgehen, aber nicht, noch nicht gut mit Wörtern.
Ich weiß nur genau, wie es bei uns für das, was getan werden muss, das richtige Werkzeug gibt. Da gibt es für das, was man sagen will, das richtige Wort. Und daran arbeite ich, verstehen Sie? Ich habe ja nur gefragt, fahren Sie heim, sonst nichts. Und diese Frage kann ich nur beantworten, indem ich sage, ich fahre nicht, ich gehe. Zu Fuß? Ja. Wohin genau? Nach Alpl. Wo ist das? Bei St. Kathrein. Kennen Sie St. Kathrein? Ja. Wie lange gehen Sie da? Ja, 8 Stunden. 8 Stunden? 7 bis St. Kathrein und eine bis hinauf zu uns. Wann ziehen Sie da los? Na ja, wenn's hell wird, dann komme ich dann grad zurecht zum Räuchern. Zum Räuchern? Zum Stubenräuchern. Das ist ein Weihnachtsbrauch. Vielleicht nimmt ihn Ihre Frau Tante nächstes Jahr ins Programm. Ja. Ich werde sie nicht bestellen. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Auf Wiedersehen, Herr von Reininghaus. Guten Morgen, Herr Rosecker. Guten Morgen. Was machen Sie schon so früh auf den Beinen? Die Pferde brauchen Bewegung. Bitte nur nicht schon. Schöne Rösser. Und schnell. Von hier nach Alpl brauchen die höchstens 3 Stunden. Ah ja? Wollen Sie sich überzeugen? Ich glaub's. Steigen Sie ein. Was, Sie fahren wirklich nach Alpl? Warum nicht? Den Pferden ist es egal. Und mir auch. Hauptsache fort. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie es bei uns zu Hause zugeht. Da wird Baum geputzt, ganz gebraten, Rehm gerührt.